Jo, Sportsfreunde, es gibt mal wieder ein paar Fitnessfragen und es sind dann so Fragen, die vielleicht nicht die allerwichtigsten sind, aber wo es sich dann nicht für ein ganzes Video lohnt, sondern so ein paar kleine Fragen und die beantworte ich euch hier einfach mal. Viel Spaß! Ja, wie ihr wisst, könnt ihr mir natürlich hier die Fragen bei AskFM stellen und natürlich auch bei Facebook, aber hier bei AskFM ist es sehr übersichtlich für mich und deswegen gucke ich da hin und wieder rein. Deswegen jetzt das Video vor allem für Fragen, wo es sich halt nicht lohnt, ein komplettes Video gleich durchzuziehen, aber halt ein paar kleine Fragen, die ich schon mal irgendwo ja, erwähnt habe, die Antworten. Deswegen gehen wir es nochmal durch und wir gucken einfach mal, was gibt es für Fragen. Hey Görgi, hast du einen Tipp für mich, wie ich meine Schultern besser trainieren kann? Also solche Fragen sind immer sehr genial, weil man natürlich auch weiß, wie der Stand des Typen ist, wie oft er trainiert und all so ein Kram. Also solche Fragen, Leute, überlegt euch immer, was ihr für Fragen stellt. Wie kann ich meine Schultern besser trainieren? Ja, ganz einfach. Ich weiß nicht, was du tust, ob du ein Split oder ein Ganzkörpertraining hast. Die Frage ist von Ibo. Deswegen, wenn du mir eine Frage stellst, wie du deine Schultern besser trainieren kannst, dann geh mal ein bisschen genau darauf ein, wie du bisher trainierst. Und dann weiß ich auch, was man verbessern kann. Ja, zu verbessern gibt es meistens irgendwas. Dann, was hat dich dazu bewegt, dein Training durchzuziehen? Was war so deine Motivation von Costa? Ja, das ist halt auch mal so eine Sache. Ne? Was ist deine Motivation für ein Training? Und was bewegt dich, dein Training durchzuziehen? Und für mich ist es einfach, das gehört dazu, das Alltagtraining. Ja? Es ist nicht so, dass ich mir jeden Tag vom Neuen vorstellen muss, hey, wie ist das heute, mal wieder Training, machen wir oder machen wir nicht? Ich mache das einfach. Und inzwischen ist halt so, und das kennen viele, dass wenn man es nicht macht, dass einem das fehlt. Also ich brauche mich eigentlich gar nicht mehr zum Training zu motivieren, weil ich merke, schon seit Jahren merke ich, dass es mir gut tut, dass es mir gefällt und dass ich das einfach brauche. Ja, und deswegen muss man da einfach überlegen, wenn man da keine Motivation hat, was man falsch macht. Vielleicht sollte man, ja, ich denke, es ist immer, wenn man anfängt mit dem Training, sind es immer die ersten Wochen, wo es schwierig wird, weil man keine Erfolge hat. Ja, aber sobald man noch ein bisschen Erfolge hat, sobald man weiterkommt, müsste in der Regel die Motivation auch da sein. Ne? Das kommt irgendwann von alleine. Dann gehen wir mal wieder weiter runter. Ich muss hier nochmal updaten, sehe ich gerade. So. Hallo Görg, mich würde mal dein beruflicher Werdegang interessieren. Du hast ja mal gesagt, dass du aus Augsburg, Mannheim und so auch gewohnt hast. Warum gerade da? Was hast du dort gemacht? Ja, vielleicht eher für Görki TV. Klar, ich hab in Augsburg eine Ausbildung für Sport- und Fitnesskaufmann gemacht, in Mannheim jetzt studiert, Berlin jetzt Praktikum und alles. Ja, da kann ich, wenn euch das wirklich interessiert, was mein persönlicher Werdegang ist, was mein berufliches Ziel ist, dann werde ich das vielleicht dann nochmal genauer erklären auf Görki TV, wenn ihr es möchtet. Da schreibt es vielleicht nochmal drunter, wenn euch das wirklich interessiert. Ja, heute habe ich so einen Poser irgendwie drin. Heute fühle ich mich gut, da muss man richtig schön Glykogen in der Muskulatur, würde ich mal sagen. Ne, ja, machen wir weiter. Müssen wir ein bisschen ernster hier bleiben, Herr Görki. Moin Görki, meine Frage wäre, ob du irgendwelche Ersatzpräparate kennst, die ich bedenkenlos nehmen kann, wenn man so gut wie kein Obst oder Gemüse isst. Ja, mache 4-5 Mal die Woche Sport, fühle mich immer schlapper. Ja, also ich meine, Vitamin C und zum Beispiel hat man ja eigentlich auch überall drin. Ja, wenn du in der Regel, keine Fertigprodukte nur isst, sondern frische Sachen isst, ne? Wenn du zum Beispiel auch Gemüse isst, wenn du auch dir dein Essen selber machst, wenn du eine Soße selber machst und all so ein Kram, die Frage war von Robin, wenn du halt dir nicht nur Fertigprodukte reinzimmerst, brauchst du in der Regel nicht wirklich viel Obst. Du hast ja Vitamine auch in allen anderen Dingen eigentlich mit drin. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel nur Mikrowellenprodukte futterst oder irgendwelche Sachen von der Pizzabude oder sonst was, ne? Oder nur Fastfood, dann fehlen dir auf jeden Fall Vitamine. Und da kannst du natürlich in der Regel mal gucken, dass es da welche Präparate gibt. Da gibt es sicherlich auch eine Apotheke, gibt es da ganz gute Sachen. Aber ich denke, wenn du das Ganze ernsthaft irgendwie nimmst, dann verstehe ich Leute wie dich nicht. Dann frisst du einfach mal eine Banane oder sonst was. Also es kann ja wohl nicht so schwer sein. Entweder man nimmt das ein bisschen ernst, da muss man auch ein bisschen auf die Ernährung achten. Also man muss jetzt nicht 100% wie der Papst essen, aber man kann ein kleines bisschen drauf achten. Und wenn man das nicht möchte beim Training, wenn man beim Fitness sagt, Ernährung interessiert mich ein Scheiß oder so, dann brauchst du es gar nicht machen, finde ich. Also dann ist die Frage auch irgendwie ein bisschen unberechtigt. Ne? So.
Ja, was empfiehlst du, wenn ich gleichzeitig Fett am Bauch- und Lendenbereich abnehmen möchte, aber auch gleichzeitig Muskeln aufbauen möchte? Momentan mache ich täglich 30 Minuten Ausdauersport, trainiere dabei nebenbei mit meinen Kurzhanteln. Ja, also ich denke, viele haben ja auch so ein bisschen Problemzonen an gewissen Stellen. Also ich würde dann jetzt nicht direkt sagen, pass auf, mach Low Carb und guck, dass du gar keinen Power mehr hast im Training, sondern ich würde da erstmal gucken, welche Kohlenhydrate kann ich verbessern. Also sprich, wegkommen von kurzkettigen Kohlenhydraten mit einem hohen glykämischen Index, da erstmal gucken, dass wir mehr Vollkornprodukte essen, mehr Produkte, die deinen Insulinspiegel nicht wieder ausschütten, Sachen, die sättigen. Ja? Vor allem gucken, dass man da Vollkornprodukte und so weiter isst und dann verringert sich auch irgendwann dein Körperfettgehalt dadurch etwas und du hast trotz allem die Kraft aus den Kohlenhydraten, um weiterhin Muskeln aufzubauen. Deswegen überdenk nochmal deine Ernährung, wenn du an gewissen Stellen ein bisschen Fett hast und trotzdem mal Muskulatur aufbauen möchtest, dann schau wirklich, dass du da deine Ernährung, gerade bezogen vielleicht auf die Kohlenhydrate, auch ein bisschen optimierst, also sprich kein Weiß mehr. Ja, wie gesagt, die Monosaccharide, so gut wie man sagt, einfach mal versuchen wegzulassen und den Insulinspiegel mal ein bisschen konstant halten. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Gehen wir nochmal hier runter. Kann man zu Hause gut trainieren oder sollte man früher oder später ins Fitnessstudio? Das ist auch wieder so eine typische Frage, ist die Frage, was hast du für Möglichkeiten zu Hause, was ist dein Ziel und so weiter, von Steffen C. Da bitte die Frage genauer stellen, aber ich habe da auch schon mal viele Videos drüber gemacht. Ich glaube, das ist recht einfach zu beantworten. Welche Supplements sind wichtig in der Massephase? Also ich glaube, gerade in der Massephase in der Regel hat man ja oder sollte man ja genügend essen, sollte man einen gewissen Überschuss haben und man sollte seinen Bedarf in allen Belangen mehr als nur abdecken. Das heißt, wenn man, ja, in der Massephase finde ich, sind, in der Massephase sind Supplements und Nahrungsergänzung in der Massephase völlig unnötig, weil wer in der Massephase noch ergänzen muss, der macht irgendwas bei der Ernährung komplett falsch. Also ich finde, in der Massephase Nahrungsergänzung macht keinen Sinn, weil man einfach das mit der Nahrung da abdecken muss und sollte und auch mehr als das nur, ja, also man sollte schon ein Stück darüber sein. Sei denn, wenn du wirklich Probleme hast zu essen, das habe ich schon gesagt, dann geh zum Beispiel beim Weight Gainer, wenn du sagst, ich geht gar nichts, dann trinkst du das Ding weg und hast es relativ schnell runter. Oder vielleicht ein Trainingsbooster, wenn du so Tage hast, wo du einfach nicht aus dem Arsch kommst, müde bist. Ja, aber in der Regel, Massephase und Supplements gehört nicht zusammen. In der Regel nimmst du ja Supplements, damit du irgendwelche Sachen in isolierter Form hast. Zum Beispiel Aminosäuren freigesetzt von Fett, von Laktose. Ja, du möchtest ja bei einer, ja, normalerweise möchtest du auf Sachen verzichten, die dein Körper nicht braucht. In der Massephase macht es, ja, ist es okay, wenn du mal ein bisschen Fett dabei hast oder so, ne? Natürlich, okay, Massephase, wenn du halt eine Laktoseintoleranz hast oder solche Geschichten, dann kannst du natürlich da gucken, was kann man machen. Aber in der Regel, Massephase, brauchst du nicht wirklich irgendwie noch Supplements extra. Ja, hast du in der nächsten Zeit vor, mehr Videos mit anderen Fitness-YouTubern zu machen? Also ich hoffe, ich krieg's endlich mal mit dem Ben jetzt hin, Bens Fitness Castle. Kolja sowieso bald wieder, mit Kolja habe ich schon auch einiges gemacht. Ja, Simon, denke ich, bietet sich jetzt auch bald mal an. Der wohnt ja hier auch nicht weit von mir, auch in Berlin, obwohl Berlin denken auch mal, ich fahre jetzt zum Beispiel morgen wahrscheinlich mit dem Ben, mache ich mal was, da fahre ich auch eine Stunde hin. Ja, also Berlin ist ja auch so ein bisschen, das ist ja auch nicht so, dass alle Nachbarn sind, ne? Aber natürlich, da wird auch mehr bald geschehen, denke ich, und da bin ich auch eigentlich ganz dafür. Was esse ich direkt nach dem Training? Ja, es gibt ja so, auch meiner Ansicht nach nicht sowas wie ein kataboles Fenster irgendwie, anaboles Fenster, wo du halt dann ja unmittelbar nach dem Training irgendwas nehmen musst, sondern ich nach dem Training eigentlich habe ich dann noch einen kleinen Heimweg meistens oder laufe dann noch heim und esse dann gerne mal so eine Reiswaffel oder haue mir eine Banane rein, ja, einfach so fürs gute Gefühl, weil ich auch Hunger danach habe und dann circa eine halbe Stunde, 30 Minuten später, wenn ich mir nichts koche, haue ich mir noch mal einen Shake rein. Also ob ich die Zeit habe dann zum Kochen, ist eine andere Frage. Wenn ja, dann koche ich mir was, da brauche ich keinen Shake oder so extra, sonst haue ich mir gerne noch mal einen Eiweißshake rein. Ein bisschen Maltodextrin, Whey-Protein in der Regel, das passt. Dann nochmal eine Frage, würdest du mich unterstützen? Ich und Kumpel wollen bald einen Fitnesskanal aufmachen. Das sage ich auch, ich kriege immer viele so Anfragen von kleineren YouTubern oder halt auch von Fitnessseiten. Es gibt ja viel so Fitness-Fanpages und Motivationsseiten und so. Und ich meine, ich habe auch mal klein angefangen und ich weiß auch, dass es schwer ist. Vielleicht auch in den laufenden Jahren jetzt immer schwieriger, da was zu machen, weil der Markt sozusagen ja schon fast wieder überfüllt ist, ne?
So schnell den Akku gewechselt, ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei Anfragen von Fitness-YouTuber, Motivations-Pages und so weiter. Also in der Regel, wie gesagt, ich bin da nicht gegen. Ich habe auch klein angefangen. Ich weiß auch, dass es inzwischen immer schwieriger sind, weil ja inzwischen gibt es viele Produktionsfirmen, ne? Also viele Fitnesskanäle, da steckt schon richtig eine Produktion hinter, wo du, wenn du klein anfängst, wie ich das damals gemacht habe im Wohnzimmer oder so mit ein paar Wäschewannen, eigentlich gar keine Chance mehr hast, da irgendwie hochzukommen. Da habe ich damals auch noch Glück gehabt, dass ich früh genug dabei war. Aber wenn mich da irgendwelche anschreiben und irgendwie so eine Fitnessseite haben, wo sie irgendwelche, sag ich mal, geklaute Bilder haben, ja, sag ich mal, so Content nutzen, der sowieso schon von anderen ist, irgendwelche Fotos von Arnold Schwarzenegger posten und so weiter und so fort, dann sorry, dann tut es mir leid, dann werde ich euch da nicht unterstützen, weil ich denke, wenn ich jemanden da unterstütze, dann muss ich auch sehen, dass er sich irgendwie, ja, Mühe gibt. Also es ist nicht damit getan, irgendwelchen Inhalt von anderen nochmal wiederzugeben. Ich sehe auch viele, sag ich mal, kleine Fitness-Youtuber, die im Endeffekt das nachplappern, was sowieso schon jemand gesagt hat. Auch teilweise gibt es da so Fanboys von irgendwelchen anderen YouTubern, die eigentlich genau das Gleiche nochmal nachplappern. Wenn ich sehe, da ist das Bemühen hinter und jemand versucht wirklich was Neues zu bringen oder auch einfach, dass da Fleiß hinter ist, dass jemand was besonders gut macht oder so, dann bin ich nicht, dann bin ich der Letzte, der sagt, pass auf, ich helfe dir nicht oder ich mach da nichts, ne? Aber wenn mich irgendwelche anschreiben, wie gesagt, da Fotos von Arnold Schwarzenegger teilen oder irgendwelche Sprüche von Tumblr klauen und dann da reinpacken oder irgendwelche Motivationsvideos von irgendwelchen Amis hochladen, Leute, sorry, dann werde ich euch da nicht unterstützen, weil das kann jeder so machen und ich finde das nichts Besonderes. Wenn ihr aber wirklich da was habt, was Neues oder euch wirklich Mühe gibt, dann schreibt mich an. Selbst wenn ihr nur 30 oder 100 Abonnenten habt und ich sehe da irgendwie ein bisschen Potenzial, dann bin ich gerne dabei, mach mit euch was zusammen und unterstütze euch. Dann bin ich der Erste, der sagt, pass auf, komm, ich helfe euch oder so, sehr gerne. Wie gesagt, ne, da nochmal, weil ich immer, wie gesagt, auf Facebook, YouTube immer wieder Anfragen von welchen bekomme. Wenn da aber wirklich was hintersteckt, dann bin ich gerne dabei. Ja, es war ja ein bisschen Quatschstunde. Pause mir nochmal. Ich gucke hier so ein kleiner Mini-Bildschirm. Viele sagen ja, Görki, post mal ernsthaft. Das habe ich gerade vor. Naja, es wird immer speckiger, aber muskulär. Muss man erstmal wieder runter definieren. Ja, auf jeden Fall, ja, Posen ist wie gesagt nicht meine Welt. Das überlasse ich den anderen YouTubern gerne. Die können das besser, die machen das auch ernsthaft. Und die sind da richtig gut drin. Und dann wundere ich die auch immer so, boah, krasse Scheiße. Und ja, ich bin raus. Ich dachte, ja, machen wir. War jetzt nicht so spannend, aber ein paar Fragen beantwortet einfach mal. Muss auch mal sein, auch Fragen, die halt sonst vielleicht untergehen. Aber ich habe gesagt, wenn ihr mal bei AskFM oder so schreibt, ich packe den Link auch nochmal unten rein, dann beantworte ich die. Das mache ich jetzt. Und ja, wie gesagt, ja, ich bin raus. Haut rein. Haut rein. Reicht jetzt. Jo. Tschüss.